Der ASB in Berlin besiegen Schwenningen 5:1 in der NBA. Zweifacher Torschütze Leo Förderl. Leo, das war ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Wie zufrieden bist du mit der Torfreudigkeit unserer Mannschaft heute? Ja, sehr zufrieden. Ja, das sind ganz, ganz komische und es sind so richtige Gurkenspiele, wenn du weißt, die anderen, bei denen geht es um nichts mehr. Und du musst aber trotzdem, ja, das Spiel gewinnen, 100% irgendwie raushauen. Ja, und das, glaube ich, hat man am Anfang gemerkt, dass es einfach so ein bisschen zerfahren war und ja, ein bisschen einfach komisch. Aber dann am Anfang vom zweiten haben wir es ja dann gleich auf unsere Seite gezogen und das war dann sehr gut. Ja, dieses Spiel, ich meine, man redet sehr häufig über die Charakterstärke der Mannschaft, aber man hat die eine oder andere Situation heute gesehen, wo es sehr ein bisschen chippy wurde, ne? Ein bisschen rustikal, ein bisschen körperbetont und da hat man gesehen, dass der ein Spieler von den anderen eingesprungen ist. PC Labrie hat es gemacht, ich glaube Rammer, Lando, Ferraro hat es auch gemacht. Ist das ein wichtiger Merkmal, so kurz vor Beginn der Playoffs? Die Bereitschaft zumindest, ja, zu sagen, ja, das, so geht nicht, Jungs. Na ja, auf alle Fälle. Das war top von den Jungs. Wie gesagt, bis auf den Ryan sind eigentlich alle ganz gut drauf. Das merkt man schon. Jeder hilft jedem aus, egal ob das jetzt, keine Ahnung, ein Backcheck ist oder Scheiben zurückgewinnen oder irgendwas. Und heute waren es halt, ja, aber ja, ein paar Kämpfe oder ein paar Fäuste. Und ja, das glaube ich, zeigt nur wieder, dass wir eine gute Truppe haben. Okay, letzte Frage an Leo. Ich weiß, du willst dich umziehen und vielleicht mal duschen. Vielleicht mit diesem Sieg, vierten Platz ist sicher. Also, wir haben Heimrecht für das Viertelfinale. Nach einem holprigen Start, Saison ist doch ganz, ganz gut verlaufen. Worauf können wir uns gefasst machen in den Playoffs, egal gegen wen wir spielen werden? Ja, meine Playoffs sind Playoffs. Gell? Man weiß nie. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden gewinnen können. Wir haben aber auch gezeigt, dass wir gegen jeden verlieren können. Und das wissen wir jetzt, das haben wir gelernt oder wir haben hoffentlich daraus gelernt, dass wenn wir unser Spiel machen, uns voll reinhauen, jeder weiß, was er zum Tor hat, dass wir schwer zum Schlagen sind. Und wenn wir das in die Playoffs so hinbringen, wie wir es oft gesagt haben, dann glaube ich, ist schon einiges möglich. Super, noch zwei ausstehende Spiele haben wir, aber nicht desto trotz. Glückwunsch zum Sicherstellung des vierten Platz. Glückwunsch zum Tore 18 und 19 dieser Saison. Leo Förderl. Danke. Thank you very much.